Hallo und willkommen zurück zu Stellaris. Oder wie heißt der Indie-LP? Finde ich eigentlich ganz cool. Den Kanal sagt immer: Hallo, meine lieben Freunde meines Kanals. Genauso sagt er das. Oh je, oh je, oh je. Wahnsinn. Ja, wir haben zwei Sachen hier zu entscheiden. Wir haben eine Anomalie, die dauert 720 Tage. Ist lange Zeit. Und es wurde aber das Sensorprofil eines mittelgroßen Schiffs entdeckt, ja? Aber 720 Tage ist uns zu lange, das bringt uns nichts. Wir haben am Ende der letzten Folge, und das war auch richtig cool, haben wir hier dieses System mit den 11 Mineralien. Oh mein Gott, das holen wir uns, ja, und das finde ich richtig gut. Das macht mir Spaß, das gefällt mir. Ja, die Staffel hat einen Namen bekommen, natürlich, wie Void so schön gesagt hat. Ja, wie soll die Staffel heißen? From the Void natürlich. Hallo? Ist doch klar. Wir als leeren Bewohner müssen dann From the Void heißen. War gut, dass gerade du das gesagt hast, da passt das nämlich richtig gut. Ja. So, wie Firal gesagt hat auch, also dieser Transithafen, ich habe mal geguckt, ich habe mir so Tech-Trees angeschaut, ich habe nicht gefunden. Ich hoffe mal einfach, dass der nicht allzu weit weg ist. Dass der nicht allzu weit weg ist. Also wir haben auf jeden Fall noch nicht. Wir haben ihn noch nicht und ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, wo wir den dann kriegen. Ich finde hier gerade gar nichts gerade. Oh Gott. Guck mal halt hier. Guck mal halt hier. Müsst ihr eigentlich bei Ingenieur sein? Oder bei Sozial? Weil Transit ist, tun wir ja Leute verschiffen. Ja. Jetzt gucken wir mal. Der wird schon auftauchen. Und dann bauen wir den auch. Ich habe den ja in der letzten Staffel auch mal ganz kurz gesehen. Und fand den eigentlich auch ganz cool. So. Vom ersten Moment her. Fand ich den cool. Wir haben hier unsere Herrscher. Da habe ich ja, wollte ich auch noch mal gucken, wie das alles funktioniert und wie die politische Macht haben und so von der letzten Folge, weil in der letzten Staffel, als ich dann drauf kam, mal wieder, ja, da war ja schon rum, da hatten wir ja quasi schon gewonnen. Was willst du da noch großartig machen? Das ist ja Blödsinn. Aber jetzt hier im Kleinen, da kann man natürlich ein bisschen verbessern. Ja, das können wir schon machen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir unbedingt einen Vollstrecker brauchen. Weil wir keine Kriminalität haben. Vielleicht könnten wir den wegmachen. Na? Und einen Bürokrat stattdessen hinmachen. Dann hätten wir hier die Reichsausbreitung. Hätten wir dann genau gestoppt, wie man jetzt gerade sehen kann. Ja, ganz cool. Okay, wir gucken mal ganz kurz hier. Die Otzcox, das ist unser Name. Zufriedenheit und so weiter. Für Bewohnerdetails klicken. Huch. Bitte klicken Sie für Bewohnerdetails, also. Volle Staatsbürger, natürlich. Vertretbare Konditionen, das haben wir auch nie gemacht. Das müsste man sich wirklich mal. Aber Leute, das geht dann in die Tiefe, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn wir jetzt hier uns die Rechte angucken, unserer Leute, ja. Hier Lebensstandards, vertretbare Konditionen, Grundversorgung. Okay, wir können auch soziale Fürsorge dann machen. Da kosten die mehr Unterhalt. Haben aber auch eine normale Zufriedenheit, also arbeitslose Bewohner. Das müssen wir dann noch gucken. Ja. Und Bewohnereffekte, politische Macht vom Herrscher 400%. Bei vertretbaren Konditionen, da haben wir 700%. Genau. Genau. Und ja, wie Firal richtig erklärt hat, dann ist ein Herrscher so viel wert wie sieben Arbeiter. Ja. Da waren gerade gar keine Spezialisten dabei. Oder? Waren da Spezialisten dabei? Nö. Moment hier. Nur Herrscher 700% und Spezialist plus 100%. Den Arbeiter haben gar keinen politischen, oder halt den normalen politischen Einfluss, den sie ohnehin haben. Da müsste man dann mal gucken. Das ist eine interessante Geschichte hier, um ehrlich zu sein, wirklich. Das Ding hier, die Lebensstandards, müssen wir uns mal angucken. Das haben wir uns doch nie angeguckt, Leute. Ist ja brutal, ey. Wohnhaft. Schaut euch mal das an. Sklave, unerwünscht. Alleine schaffe ich das nicht, okay? Wenn ihr mir helfen wollt und sagt, okay, uns interessiert das, wir machen das ein bisschen, dann müsst ihr mich aber unterstützen, ja? Okay. Ich werde das auch nicht pausieren, dann müsst ihr selber, wenn ich mal drin bin, halt, oder mir sagen, ich muss das machen. Dann kann ich mal hier auf die Reichsbevölkerung gehen und sagen, aha, wir haben hier Otzkox oder wir haben hier Hall oder wir haben hier Midari oder was auch System immer. Survey complete. Und dann tun wir mal die Rechte festlegen. Okay.
Und die Stimme finde ich eigentlich auch ganz nett, gar nicht so schlecht. So, jetzt hier, unsere Tradition. Ihr habt ja nichts zur Tradition gesagt, ihr seid selber schuld. Ich sage, wir wollen die Föderation. Sie wissen jetzt zielstrebig, wir gehen drauf. Ja. Wir machen jetzt Diplomatie. Wir machen Diplomatie. Das wird gut werden. 68%. Oh ja, Baby. Hier unsere Hauptstadt. Bevölkerung. Achso, genau. Wir haben gar keine Arbeiter hier. Wir haben nur Spezialisten und Herrscher. Echt? Ja, weil wir keine. Wir haben keine. Wir haben hier nur Spezialisten. Distrikte. Construction complete. Mhm. Hier wird es auch so sein, dass wir. Na, wobei hier müssten wir eigentlich dann Arbeiter haben. Ja, da haben wir Arbeiter. Da haben wir Arbeiter. Gucken wir mal. Politische Macht. 1. Okay. Also ganz normal. Politische Macht 1. Unser Herr. Nein, sorry, falscher Knopf. Er hat politische Macht 8. Okay. Gut. Gut. Meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, ich mag das. Also nicht, dass ihr glaubt, ich bin, keine Ahnung, ein Schwurbler oder so. Ich gucke mir das aber alles total gerne an. Und ich liebe Erich von Däniken. Ja, und alles. Und ich finde das hochinteressant, was nicht bedeutet, dass ich daran glaube. Aber die Möglichkeit, dass das sein könnte, finde ich faszinierend. Dass früher bei den Pyramiden Außerirdische waren, zum Beispiel. Es ist meiner Meinung nach unlogisch, weil wir hätten doch irgendwas gefunden. Dann wären doch die Pyramiden nicht aus irgendwelchem Stein und mit Fackel und sowas innen drin gewesen. Ja, das macht irgendwie keinen Sinn. Ja, da müssten wir eine höhere Technologie finden. Schon wieder eine Tradition. Wie man es ja auch stellenweise findet bei diesen glatt behauenen Wänden in Ägypten, bei den Tempeln. Und das ist ein eigenes Thema, da möchte ich jetzt gar nicht drüber reden. Aber ihr wisst Bescheid. Föderation. Boom. Da sind wir. Jetzt können wir eine Föderation machen. Mit uns selbst. Ich finde das Thema halt einfach spannend. Und dann so ein Tick von Vertuscherei ist auch dabei in den Pyramiden, wo sie hoch sind. Mit dem Roboter. Jetzt stehe ich gerade voll auf dem Schlauch. Das habe ich damals als Kind sogar live gesehen, weil mein Vater das interessiert hat. Ja. Das war eine tolle Zeit damals. Das Jutreich. Wir haben auf Stepna 4 Artefakte einer uralten Alien-Zivilisation gefunden. Vom Alter der Artefakte nach zu schließen, glauben unsere Wissenschaftler, dass diese Sternenregion vor ungefähr 6 Millionen Jahren bevölkerten. Nee, dass sie diese Sternenregion vor ungefähr 6 Millionen Jahren bevölkerten. Diese Aliens nannten sich selbst die Jut und scheinen sehr große und flache, Gliederfüßler-ähnliche gewesen zu sein. Anscheinend konnten einzelne Individuen eine Länge von mehreren hundert Metern erreichen. Außerdem haben sich wohl selten mehr als zwei oder drei Jut gleichzeitig auf demselben Raumschiff befunden. Okay. Interessant, und wir haben ein kleineres Artefakt. Situation Log updated. Oh ja. Gehen wir mal in Situation Log gleich rein. Gucken wir mal hier. Bergbaumandat. Ah! Ah, Leute, wir haben die Geschichte, das hatten wir in der letzten Staffel nicht. Auch cool. Also, was möchten wir? Wir möchten 4 Bergbaustationen bauen. 2 haben wir gebaut. Bis jetzt. Jetzt kommt hier noch was dazu. Dann werden wir unser Mandat erfüllen können. Was uns 6 Monatseinnahmen an Einigkeit beschert. Ja gut, das sind dann 132 Einigkeit. Immerhin. Okay, die Jut. Und jetzt müssen wir, das ist der Klassiker, die heißt bei uns ein Jut. Jetzt müssen wir hier überall Jut-Artefakte finden, im ganzen All verteilt. Machen wir. Das machen wir, meine lieben Freunde meines Kanals. Oh je, LP Indie. LP Indie hat auch ein bisschen das Problem. Manchmal macht eine ganze Menge Blabla, ja, kommt ein Video zum Thema. Und er spricht gar nicht über das Thema und am Schluss kommt raus. Chips upgraded. Es gibt eigentlich gar nichts zu sagen. Ja, das ist dann ein Tick enttäuschend manchmal. Was haben wir denn jetzt geupgradet? Haben wir jetzt den Reaktorverstärker eingebaut? Ja, wir haben es zur Corvette 1 Class Corvette upgradet. Okay, cool. Genau. Das ist okay. Kontaktbericht, Überreste.
Wochen nach dem Fund von außerirdischem Leben überschlugen sich die ozkoxischen Xenologen praktisch, um ihre Erkenntnisse über die Funde auf Stepnar 4 zu veröffentlichen. Dieser fieberhafte Sturm in der wissenschaftlichen Gemeinde hat auf die Fortschritte in anderen Forschungsgebieten negative Einflüsse, wenn auch nur vorübergehend. Bemerkenswert. Ja, supergeil. Das ist bemerkenswert, meine lieben Freunde. Anomaly found. Ja. Bleib mal locker hier. Naja. Basis. Ja. Naja, gut. Okay, ist halt so. Wir haben flüchtige Teilchen auf Z9-1000 gefunden. Oh. Flüchtige Teilchen sind cool. Und hier hätten wir jetzt, wir empfangen von irgendwo aus dem Inneren dieses Asteroiden Lebenszeichen. Ja, mach mal. Komm, 180 Tage, halbes Jahr. Mach mal, komm. Komm, mach mal. Ja. Ist okay. Wir bauen ja eh noch eine Weile hier. Jetzt hat er nämlich eins gebaut, 31 Tage. Jo. Erst, Moment, wir schauen uns was anderes noch an. Und zwar Situationsprotokoll, Bergbaumandat. 3 von 4 gebaut, seht ihr? Baut er jetzt noch das vierte dahin? Ja, also wir kriegen das jetzt auf jeden Fall zusammen. Puh, dann wird es sich ja fast lohnen, noch irgendwas mit Einigkeit hochzuziehen, um noch mehr Einigkeit zu generieren auf kurze Zeit, oder? Wie sieht's hier aus? Hier haben wir einen verfügbaren Job vom Bürokraten. Das heißt, wenn die wachsen, wird ein Bürokrat entstehen. Wohnungen haben wir genug, das ist alles gut. Der Tempel interessiert mich halt schon irgendwie, gell? Ja, der macht Einigkeit und Sozialforschung. Aber der braucht 328 Tage, dann ist auch zu viel. Dann ist auch zu langsam. Ressourcensilo, Hydrokulturfarm. Essen und so haben wir eigentlich jetzt nie ein Problem gehabt, großartig. Und würde ich auch nicht hier bauen, Essen. Essen bauen wir dann auf einer der anderen Dinge an. Aber komm, warum denn nicht? Wir machen mal den Tempel einfach. Wir lassen uns den Tempel gefallen. Gut. Jetzt neu in Nemesis ist das Erstkontaktprotokoll. Ihr kennt es bestimmt schon. Früher hat man die halt einfach kennengelernt, dann war es erledigt. Jetzt ist es anders, ja. Jetzt wird es hier ein Event, ähnlich wie Archäologie, sein. Und das machen wir jetzt. Erstkontaktprotokolle. Unsere jüngsten Begegnungen mit fremden Lebensformen hat die alte Debatte darüber, wie wir mit potenziell intelligenten Zivilisationen in Kontakt treten sollten, neu entfacht. Und plötzlich noch dringlicher gemacht. Während einige dafür plädieren, sich darauf zu konzentrieren, so schnell wie möglich freundschaftliche Beziehungen aufzubauen, indem man sie mit einer Friedensbotschaft kontaktiert, raten andere zur Vorsicht und weisen darauf hin, dass wir nicht wissen können, ob sie uns gegenüber böse Absichten hegen und dass es unklug wäre, zu viele Informationen über uns offen zu legen, bevor es wirklich notwendig ist. Jetzt darf man nicht vergessen, das kann jetzt natürlich sein, ja, dass wir richtige Außerirdische treffen oder dass wir diese Weltraumamöben oder sowas treffen. Ich glaube, da kommt auch so ein Erstkontaktprotokoll bei denen. Wir möchten aber eine Föderation ja erstellen. Okay, deswegen werden wir sie mit offenen Armen empfangen. Genau, diese Richtlinie hat folgende Auswirkungen. Kann keine neutralen Wesen angreifen. Andere Nationen werden es einfacher haben, mit uns zu kommunizieren. 50% mehr Einfluss von jedem erfolgreichen Erstkontakt. Ja. Und das andere ist halt ein bisschen abblocken. Und wir müssen uns vor denjenigen, die uns bedrohen wollen, schützen, können wir nicht machen. Da müssen wir unser Erstkontaktprotokoll auf aggressiv setzen. Also werden sie mit offenen Armen empfangen. Wo haben wir die denn getroffen? Aber schön, dass wir sie getroffen haben. Ich sehe es halt nicht. Wo? Na gut. Und wir haben 30 Überschuss an Credits und 5 an Konsumgütern, aber die verkaufen wir, glaube ich. Gell? Ich glaube, wir verkaufen ein bisschen Konsumgüter und alles, damit wir mehr Legierungen haben. Legierungen sind das A und O. Ohne Spaß. Legierungen sind das Allerwichtigste, was man haben kann. Ohne Legierungen ist das alles traurig. Gut, wir sind hier ziemlich im Kern. Im Prinzip mag ich es eigentlich lieber, wenn wir außen sind, dann sind wir abgesichert an der Seite. Jetzt werden wir abgesichert von der Seite, aber gut. Müsst ihr euch ein bisschen vorstellen, wie so ein Go-Brett.
Ja. Und dann hätten wir hier schon eine Wand. Ich wäre gern ganz außen eigentlich hier. Hier hätte ich gern angefangen. Und dann sich raus. Okay, ja gut, aber wenn es halt abgeblockt ist, na gut. Wir hatten in der letzten Staffel, waren ja auch die Midari so aggressiv, friedlich, im Friedlichen waren die aggressiv gewesen. Haben uns alles wegkolonisiert oder wegbeansprucht. Wie ärgerlich. Stepna ist auch. Stepna wird auch mega. Mega sein. Also Stepna, ich sehe das jetzt schon, das ist ein gutes System. Wow. Aber ich habe mich irgendwie eingestellt, dass alles jetzt mit mega mäßigen Rohstoffen hier gesegnet ist. Also da habe ich die Finger davon gelassen. Bergmann-Mandat erfüllt. Jawohl. Es sind zusätzliche Bergbaustationen erlangt worden. 133. Ganz wie ich es vorausgesehen habe. Junger Skywalker. Wenn man so guckt, gehört eigentlich Star Wars weniger zu Science Fiction als vielmehr zu Fantasy, meiner Meinung nach. Star Wars hat sich so abgekühlt, nachdem sie die, finde ich jetzt, die neuen Sachen verhunzt haben. Aber ich bin irgendwie, ich habe da ganz komische Einstellungen dazu, altertümlich oder wie man sagen möchte. Im Prinzip, für mich, ja, gibt es nur die alten Star Wars Filme, die drei. Und alles andere drumherum, ja, das ist was anderes. Hat damit wenig zu tun. Asteroidenfauna. Während ihrer Erkundung von Z9000, sehr gut, da haben wir nämlich die flüchtigen Teilchen gefunden. Und wo sind die jetzt? Na egal. Hat die Besatzung der ISS Rocktar the Brave verblüffenderweise Lebenszeichen aus dem Inneren des Asteroiden erfasst. Im Fels scheint es eine Kolonie großer, steinfressender Würmer zu geben, die den Asteroiden mit Tunneln durchzogen haben. Diese einzigartigen Lebensformen haben sich irgendwie an ein Leben in der Kälte des Weltraums angepasst. Die sollten studiert werden. Oh ja. Oh Leute, auch so ein heftiges Ding. Mein Gott, also dann müssen wir, das müssen wir doch kriegen. Und dann brauchen wir fast nochmal ein Bergbau, ein Konstruktionsschiff. Würde ich jetzt sagen. Was kostet uns der Spaß? Anomaly found. Auch 100 Legierungen. Naja, also Moment, gucken wir mal hier. Oh je, Damul, Stufe 2. Perfekt. Er hat Fachwissen, neue Welten und archäologische Stätten kriegt er schnell aus. Haben wir halt noch keine gefunden, aber okay. Hier bei der Erkundung des Planeten sind wir durch Zufall auf ein schwaches, unbekanntes Signal gestoßen, das von einem kleinen Objekt im Orbit auszugehen scheint. Das Signal erhält keine Nachricht. Ist es nur ein Notfallsender? Komm mal, Forsch. Ja, Forsche, ja, wir bauen noch ein Konstruktionsschiff. Herrgott, zack. Anomaly found. Schon wieder. Ja, komm, mal fast 120 Tage, geht auch noch. Und diese Anomalien, die bringen uns halt richtig gut voran, die bringen uns manchmal sehr viel Wissenschaft zum Beispiel oder andere Dinge. Okay, Forschungsgeschwindigkeit, Antrieb. Wir gehen mal ganz kurz in die Forschung. Und gucken mal, ob wir jemanden hätten, der da informatikmäßig unterwegs wäre. Muss halt immer gucken, dass die Sachen hier übereinstimmen. Wenn wir das hinkriegen, dann sind die wesentlich schneller. Oh Leute, das ist auch blöd, dass ich da jedes Mal umklicken muss. Der passt schon, aber hier haben wir einen Fabriktyp. Nein, haben wir keinen Fabriktyp. Okay, gut. Haben wir das zumindest mal gecheckt. Anomaly found. Die lassen wir es mal sein. Eine Art von Irregularität. Lass mal bleiben. Und der Gouverneur. Und auch, was wir auch machen müssen, mal Sektoren, Mann. Wir müssen doch mal Sektoren erschaffen. Das letzte Mal, da hatten wir, glaube ich, zwei Sektoren in unserem Reich, was die ganze Galaxie umfasst hat, hatten wir zwei Sektoren. Das ist also schwach. Richtig schwach. Das darf nicht wahr sein. Gucken wir mal kurz. Rix. Gucken wir ihn mal an hier. Stufe 2. Ressourcen von Jobs plus 4%, Reichsausbreitung 4% vermindert, Kriminalität minus 6. Er ist ein Bürokrat.
Er erhöht das Verwaltungslimit um 10%. Gut, Verwaltungslimit sind wir hier auch gut drin. Uralte Rettungskapsel. Auf einer engen Umlaufbahn um Stepner 1 wurde eine aufgegebene Rettungskapsel gefunden. Die Kapsel ist mit Brandspuren übersät, die wahrscheinlich von der Explosion ihres Mutterschiffs stammen. Erste Scans legen nahe, dass sie vor mehr als 5000 Jahren gebaut wurde. Die Besatzung der ISS Ilat the Savior gelang es, die Kapsel zu öffnen, in der sie die verwitterten Überreste eines reptilischen Lebewesens in einer glänzenden Uniform fand. Mit den Klauen einer Hand hielt es ein kleines Bild eines anderen Individuums derselben Rasse umklammert, möglicherweise des Partners oder verehrten Anführers. Sozialforschung, seht ihr? War richtig gut, dass wir das hatten. Jetzt, Moment. Wir gucken uns doch jetzt mal das Thema zu Ende an, das, was wir ganz am Anfang der Folge angefangen haben. Stabilität, okay? Gucken wir mal ganz kurz. Basis 50, weil es die Hauptstadt ist, kriegen wir 5 dazu. 82% Zufriedenheitswertung Bewohner plus 19. Na? Das ist die Stabilität. Das sind die Bewohner hier. Okay. Das ist die Stabilität. Bevölkerung. Herrscher. Politische Macht. Politische Macht repräsentiert das Ausmaß des Einflusses, das ein Bewohner in planetarischen Angelegenheiten hat. Bewohner mit einer höheren politischen Macht zählen mehr zur Zufriedenheit bei der Bestimmung der Zufriedenheitswertung des Planeten. So. Sie zählen mehr zur Zufriedenheitswertung. Stabilität ist von der Zufriedenheitswertung hier 82% Zufriedenheitswertung der Bewohner plus 19. Hängt also damit zusammen. Es ist nicht hundertprozentig, bis ins kleinste Teil hier für mich durchsichtig. Aber im Groben kann man es gut verstehen. Na? Im Groben kann man es gut verstehen. Gut, das muss ich halt mal angucken. Aber noch haben wir ja da keine Probleme, alles gut. Ah, unser Schiff hier ist fertig. Wie sieht es jetzt hier aus? Ja gut, der hat da noch ein bisschen was zu forschen. Uralte Erkundungsmarkierung. Auf der Oberfläche von Sobla 4 wurde ein kleiner Kurzstreckensender entdeckt. Anscheinend handelt es sich dabei um eine uralte Erkundungsmarkierung, die vor Äonen hier zur Kennzeichnung eines großen Vorkommens wertvoller Mineralien platziert wurde. Da die Mineralien immer noch hier sind, kamen die Bergleute, für die sie bestimmt war, offenbar nie an. Zoppler 4 plus 4 Mineralien. Construction complete. Oh yes. Ihn würde ich mal prinzipiell hierher bewegen. Und da weiß ich nicht, ob wir vielleicht nach Stepna oder nach Tüll sollen. Ich würde ihn mal nach Stepna erstmal schicken. So. Nächste. Diplomatie. Entente-Koordination. Die vielleicht wichtigste Aufgabe jeder erfolgreichen interstellaren Föderation ist die gegenseitige Verteidigung ihrer Mitglieder. Wir haben die Verpflichtung, so viel wie möglich dazu beizutragen. Der Betrag, den wir zur Föderationsflottenkapazität beisteuern, zählt doppelt, oder? Damit der Handel innerhalb unserer Grenzen wirklich floriert, muss die Einmischung der Regierung in unsere internen Märkte auf ein Minimum beschränkt werden. Handelswert um 10% erhöht, das machen wir natürlich. Wir kennen ja noch keine Außerirdischen. Gehen mal hier in die Kontakte. Wo ist denn eigentlich unser Erstkontakt? Wo ist eigentlich unser Erstkontakt, den wir da vorher hatten? Ich sehe gar keinen Erstkontakt. Naja. Ich kann nichts sehen. Was wir auch nicht benutzt hatten, war der Expansionsplan in der letzten Staffel. War nicht nötig. Und vom Flottenmanager war ich auch schwer enttäuscht. Den haben wir teilweise benutzt, aber ja, lange nicht so, wie man es hätte machen können. Komm, wir bauen mal ein Schiff dazu. Und warum haben wir nur noch 30 Reichsausbreitung? Hm? Habt ihr heimlich... Wo arbeitet ihr jetzt, meine Lieben? Wenn nicht hier? Ach so, im Tempel natürlich. Klar, die arbeiten im Tempel. Ja, gut, die arbeiten im Tempel. Also okay, dann ist halt so.
Ja, bei dem Tempel, verständlich. Verstehe ich. Jetzt bin ich gar nicht gewohnt, dass es so lange dauert, bis sich einer mal darüber bewegt. Da muss man halt richtig taktisch überlegen. Okay, wo schicke ich meine Leute hin, wo schicke ich sie nicht hin? Erkundung nach bewohnbaren Welten. Wir wissen nun, dass es nicht nur auf Rix eine prächtig gedeihende Biosphäre gibt. Das wissen, also in unserem Fall als leeren Bewohner wissen wir das auch davor. Das ist jetzt keine neue Erkundung, weil wer auf einem Habitat lebt, ja, der hat man auf dem Planet gelebt. Weil das Habitat jemand gebaut hat, also weiß man, dass es außerirdisches Leben gibt. Nicht die größte Neuigkeit für uns jetzt, ja. Sowohl die wissenschaftliche Gemeinde als auch die Gesellschaft im Allgemeinen sind begierig darauf, mehr über die verschiedenen Alien-Lebensformen zu erfahren, die wir in der ganzen Galaxie gefunden haben. Unsere Katalogisierungsbemühungen der Lebensformen wurden zwar bereits auf den Weg gebracht, aber unsere Xenobiologen haben uns dazu gedrängt, unsere planetaren Erkundungsbemühungen auf bewohnbare und bewohnte Welten zu konzentrieren. 20 Einfluss. Situation log Nee. updated. Nee, wir machen die Suche nach bewohnbaren Welten. Ja. Das machen wir. Gut, Ingenieurforschung ist gestiegen. Erkundungsgeschwindigkeit 20% erhöht, gell? Da müssen wir sich mal fast überlegen, ob wir die vielleicht tauschen mit ihr hier. Ah ne, das ist auch um 20% erhöht, also. Dann ist doch gut. Strategische Ressource, rare Kristalle auf Yamorwa. Cool. Cool. Aber wo sind die flüchtigen Kristalle, die wir gefunden haben? Hier sind die raren, die seltenen Kristalle. Ist in Ordnung. Aber das andere? Und unser Schiff ist fertig. Wir haben eine Flottenstärke von 156. Es geht halt dreckig ab bei uns. Wir sind richtig brutal. Aber wir haben auch von vornherein schon eine Piratenunterdrückung von 40. Weil eine Korvette gibt 10 Piratenunterdrückung. Und dann Zerstörer, keine Ahnung, die Hälfte, 5 oder so. Ein Kreuzer 3 und ein Schlachtschiff 1 oder so. Also je kleiner die Schiffe sind, desto besser ist die Piratenunterdrückung. Das ist nämlich da ein bisschen umgekehrt. Exotische Gase. Oh, auf Stepna. Gut, ja, voll gut eigentlich. Da können wir uns wirklich nicht beklagen. Neuer Plan. Leute, neuer Plan. Neuer Plan. Wir müssen. Unbedingt. Wir müssen unbedingt folgendes, Achtung. Habe ich gar nicht dran gedacht irgendwie, aber es stimmt ja. Wir sollten noch Forschungsschiffe bauen. Wir möchten doch eine Föderation gründen. Wenn wir jetzt hier ewig da untersuchen, werden wir nie jemanden finden. Mann, Nächte. Guten Morgen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich da nicht gleich dran gedacht habe. Ja, wir müssen noch zwei Schiffe bauen, die müssen wir rausschicken. Die müssen nicht untersuchen. Ja, das ist in Ordnung. Die drei, die können hier untersuchen oder halt kartografieren, die Systeme. Aber wir müssen welche rausschicken, die im Großen suchen. Dann schicken wir einen hier und einen hier und vielleicht einen hier. Die kosten halt auch Unterhalt, so ist jetzt auch nicht, gell? Anomaly found. Über diesem Mond treibt ein verlassenes Schiff ziellos umher. Aufgrund der gewaltigen Segel, die aus seinem Rumpf hervorragen, scheint sie zur Energiegewinnung die Sonne verlassen zu haben. Research complete. Ich glaube, da kriegen wir irgendeine Forschung. Monatliche Einigkeit plus 2, Erkundungsgeschwindigkeit plus 15%. Oh! Leute, ist halt schon gut, gell? Ist alles gut. Ne, wir wollen die System survey Erkundungsgeschwindigkeit. complete.
Waren zwei gute Sachen hier. So. Hier, neue Anführer. Neuen Anführer rekrutieren. Was haben wir? Ja, nicht wirklich was Interessantes, aber wir haben hier die Industrie. Wir haben hier die Industrie. Gucken wir mal kurz. Hier haben wir Industrie. Wie wäre es, wenn wir ihn austauschen? Nein, Moment, wir gehen noch mal ganz kurz gucken. Plus 4%. Okay. Plus 17%. Ja, das ist doch besser. Jetzt haben wir hier neue Welten. Haben wir einen von neuen? Wir haben einen von neue Welten. Haben wir. Okay, und haben wir auch einen für Informatik? Ne, das ist Partikel. Gell? Ja. Haben wir nicht. Okay, cool. Alles klar. Jetzt haben wir hier keinen Anführer. Dann nehmen wir dich. Wir haben hier keinen Anführer. Und dann nehmen wir dich. So. Er hat seine Befehle, er hat seine Befehle, er hat seine Befehle. Er hat keine Befehle. Tja. Dann gehen wir hier rüber. Da wurde aufgedeckt jetzt. Und wir lassen es. Ach, ich wollte gerade sagen, System noch mal complete. Und holen uns eine Legierung, aber. Hm. Das Jammer-System ist halt mega, gell? Jetzt weiß ich nicht, wie weit uns Zoppla hier noch was bringt. Nicht unbedingt viel. Mal gucken, Zoppla. Da sieht, ich sehe halt hier nur Geld, Handelswert. 12 Mineralien. Denke ich mir schon. Oh. Das ist halt gut, gell? Hier haben wir einen Planeten, aber eine Wüstenwelt. Evading hostile fleet. Feindflotte. Alienschiffe. Erstkontakt hergestellt. Alpha Aliens. Ah ja, okay. Okay, okay, okay. Alles klar, meine Freunde, ihr seid Weltraumamöben. Mhm, okay. Wir haben die Alpha Aliens hier gefunden. Das sind Weltraumamöben, ja. Endlich! Wir vom Oxcord Sacred Nation haben endlich andere Sternwanderer getroffen. Obwohl wir ihre Absichten nicht kennen und sie uns vielleicht sogar feindlich gesinnt sind, kann die Stimmung auf Rix nach dem Bericht unserer Erstkontakte vielleicht am besten als schwärmerisch bezeichnet werden. Ja, super schwärmerisch. Die machen hoffentlich unser Forschungsschiff nicht kaputt. Ne, die verhalten sich ruhig. Na Gott sei Dank. Und wie stark waren die? 560? Ja gut, da haben wir noch. Da hätten wir noch lange dran zu kämpfen an 560, bis wir da was rauskriegen. Ja. Nee, aber trotzdem, Jammer ist. Construction complete. Jammer ist halt mega. So. Wir bauen die Bergbaustation, danach bauen wir die Forschungsstation. Sonnensegler. Im Orbit um Zoppla 3a haben wir ein verlassenes Sonnensegelschiff gefunden. Das Unterlichtschiff wurde von einer unbekannten Kultur gebaut und scheint mehrere Jahrtausende alt zu sein. Eines der gewaltigen Segel hat einen großen Riss, wo es von einem Objekt durchschlagen wurde. Höchstwahrscheinlich einem Meteoriten. Dieser Zusammenstoß scheint das Schiff unbrauchbar gemacht zu haben. Die Technologie ist zwar stark veraltet, aber hinsichtlich seiner Konstruktion wurden einige interessante Entscheidungen getroffen. Ingenieursforschung, einiges haben wir bekommen. Okay, Leute, und das war's für jetzt. Die Folge ist vorbei. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Was ihr mir auch mal sagen könnt, ja, keine Ahnung, ob wir mal vielleicht irgendwie einen Plan machen sollen, wann immer eine Folge zu Stellaris kommt, dass ich da mal... Ja, das auch für mich. Ach, Junge. Alpha Aliens. Seid ihr alle gekommen? Alle 560. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie stark ist denn hier unsere... Unsere Station. 513 sogar, die wäre schwach. Und wir könnten uns nicht mal eine Verteidigungsplattform leisten momentan. Besatzungsquartiere, ganz ehrlich. Die können wir uns sonst wohin hintun, die Besatzungsquartiere.
Unterhalt der Schiffe minus 25%. Echt, ey. Könnte ich mich aufregen. Naja, aber ihr seid schon angedockt, oder? Ja, Olli Max auch mal da angedockt, okay. Na, immerhin. Oh, Leute. Echt jetzt? Ärgert mich jetzt schon wieder. Also, lasst ein Like da. Ihr wisst doch Bescheid. Lasst ein Abo da. Schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.